kam, waren sie glücklich, die Verwandten. Und sie stießen an mit 18 Flaschen Sekt. Seine Eltern sprachen stolz zu seinen Tanten. Der Junge wird mal, wenn er groß ist, Architekt. Schon in frühester Kindheit lernte ich zu malen. Eine Sonne und die Hexe Mondenschein. Sie hatte Fußballschuhe an und nicht Sandalen. Mit dem Fußball spielten Hans und Gretelein. Ich will ne Bockpost und ein Bier und ein Fußball auf dem Feld. Das ist das, was meine Seele glücklich macht. Dazu 22 Spieler gegenüber aufgestellt und ein Schiri, über den man gerne lacht. Freundin aus Großgorge. Sie war dunkelblond und schön wie eine Fee. Ich dachte mir, die muss es sein, gar keine Frage. Alle anderen waren für ihn sofort passé. Eines Tages trank sie mit mir ein Glas Vino. Es war Samstag und ich dachte gleich, oh weh. Sie legte fest, heute Nachmittag geht ihr ins Kino. Seitdem haben wir zwei uns niemals mehr gesehen. Ich will ne Bockwurst und ein Bier und ein Fußball auf dem Feld. Das ist das, was meine Seele glücklich macht. Dazu 22 Spieler gegenüber aufgestellt und ein Schiri, über den man gerne lacht. Neulich sagte seine Frau zu ihm: Mein Schatz, am Wochenende macht es uns mal richtig schön. Ich dachte, hey, wir gehen zusammen zum Fußballplatz, um die alten Kumpels wieder mal zu sehen. Als es dann soweit war, gab sie ihm ein Sakko und sie holte ein paar Opernkarten raus. Sprach: Ich freue mich riesig auf den Prinzen von Monaco. Mir schlief die Fresse ein und ich nahm gleich Reis aus. Ich will ne Bockwurst und ein Bier und ein Fußball auf dem Feld. Das ist das, was meine Seele glücklich macht. Dazu 22 Spieler gegenüber aufgestellt und ein Schiri, über den man gerne lacht. Wir wollen ne Bockwurst und ein Bier und ein Fußball auf dem Feld. Das ist das, was unsere Seele glücklich macht. Dazu 22 Spieler gegenüber aufgestellt und ein Schiri, über den man gerne lacht.